Hasse nicht den Spieler, hasse das Spiel. Was glaubst du, wie viel du verdienen kannst, wenn du und dein Bruder ein wenig abenteuerlustig sind? Hey Schwesterherz, bist du bereit? Fang das Ei, geht in Position. Ich werfe, ich hab's. Ja, ich habe es wirklich verstanden. Lasst es uns noch einmal machen. Hier ist unser alter Freund. Das ist der Jock aus den vorherigen Videos. Du erinnerst dich doch noch an den Streich mit den Eiern, oder? Wie wäre es, wenn du noch etwas mehr Geld mit ihm verdienst? Willst du versuchen, das Ei zu fangen? Oder bist du zu schwach? Bin ich schwach? Ich bin so stark. Willst du dann eine Wette machen? Warum überhaupt fragen? Wirf es! Hoppla! Am Anfang ist es am schlimmsten. Ich hab's gleich beim ersten Versuch geschafft. Jetzt geht es wieder los. Lass es uns noch einmal versuchen. Ach ja, noch ein Omelett. Gut, nimm dein Geld. Leicht verdientes Geld. Okay, es ist Zeit, den Trick zu verraten. Das Geheimnis ist, dass ich gekochte Eier gefangen habe. Und ich habe sogar gefrühstückt. Man weiß nie, wie es endet, wenn man mit seiner Freundin abhängt. Oh, ich habe eine SMS bekommen und es kommt Geld rein. Eigentlich ist das eine tolle Idee für eine Wette. Der Gewinn ist symbolisch. Wer gewinnt, kann den Geldschein vom Boden nehmen. Aber du musst ihn anheben, indem du auf zwei Stühlen gleichzeitig stehst, ohne deine Knie zu beugen. Bist du dabei? Das ist einfach. Fangen wir an. Oh. Hey, das ist schwieriger, als es aussah. Okay, aber lass uns nicht schummeln. Jetzt bin ich dran. Dreh die Stühle um und bitte deinen Bruder um Hilfe. Sieh zu und lerne. Alles, was du für diesen Trick brauchst, ist die Fähigkeit, Spagat zu machen. Ich schlage dir also vor, an deiner Flexibilität zu arbeiten. Ja, ja, das liegt in der Familie. Das Wichtigste, um deinem Bruder nahe zu sein, ist Vertrauen. Und wir können jeden Vertrauenstest leicht bestehen. Mein Bruder wird immer eine Schulter zum Anlehnen bereitstellen. Und er ist nicht der Einzige. Ich wette, das kann ich auch. Was ist das? Werden wir herausgefordert? Bist du sicher, dass du damit umgehen kannst? Das ist einfach. Ich werde fallen und du musst mich auffangen. Lass dich nicht verwirren. Also gut, fangen wir an. Jetzt geht's los. Nun, wo war deine Schulter, als sie mit dem Gesicht nach unten fiel? Ja, auf diese Art von Vertrauen kann man keine Beziehung aufbauen. Es tut mir leid, ihr habt verloren. Aber das ist nicht fair. Es ist ganz klar, sie ist gestürzt und du hast sie nicht aufgefangen. Gib mir dein Geld. Wie viele Finger? Bist du sicher, dass du dich nicht verletzt hast? Wenn die Stadt schläft, wacht mein Magen auf. Hey, was machst du da im Kühlschrank? Du darfst nach 18 Uhr nichts mehr essen, erinnerst du dich? Aber wenn ich wirklich hungrig bin? Okay, schau mal, wenn du den Geldschein mit dem Kopf fängst, so wie hier, dann gehört er dir. Und auch die Lebensmittel aus dem Kühlschrank. Versuche es. Verfehlt. Lass es uns noch einmal versuchen. Du hast wieder daneben getroffen. Okay, noch einmal. Was stimmt mit deinen Reflexen nicht? Ein letzter Versuch. Nun, es hat endlich funktioniert. Also gut, jetzt mal im Ernst. Willst du noch mehr Geld verdienen? Lehne ein solches Angebot niemals ab. Aber die Schwester weiß nicht, dass ein Magnet am Geldschein klebt. Fang ihn. Boom. Dachtest du, dass Geld vom Himmel fallen würde? Warte, wo ist das Geld? Wegen Foulspiel beschlagnahmt. Hey, das ist nicht fair. Meine Freundin liest. Wie immer. Leg das Buch weg. Siehst du den Münzstapel? Ich wette, ich kann ihn auf meiner Schulter halten, damit die Cents nicht umkippen. Lass es mich versuchen. Das ist unmöglich. Lass uns eine Wette machen. Beuge nun deine Schulter und lege den Stapel in die Vertiefung am Schlüsselbein. Und nicht eine einzige Münze fällt. Das ist Betrug. Nun, es ist nicht meine Schuld, dass du nicht daran gedacht hast. Gib mir den Gewinn. Die Schwester hat ihn. Sie ist bereit, den Sieg mit ihrem Bruder zu teilen. Aber wie viel haben wir bekommen? Du? Ja, ja, du bist der Richtige. Komm her, lass uns eine Wette machen. Ich? Wetten? Mit dir? Um was? Siehst du, hier ist der Tisch und hier ist meine Hand. Sagen wir es mal so. Lass uns jetzt mal anfangen, unsere Handflächen zu drehen. Bäm! Drehe deine Hand um 360 Grad.
Kannst du das? Wow, wie funktioniert das? Flexible Gelenke natürlich. Okay, nimm dein Geld. Fantastisch! Kennst du das Geheimnis dieses Tricks? Lass es uns in den Kommentaren wissen. Teile jetzt mit deinem Bruder. Oh, sieh mal, ein Regenbogenfisch. Puh, es hat funktioniert. Dieser Auftritt von Michael Jackson ist fantastisch. Schau dir seine Antigravitationsnummer an. Wie kann ein normaler Mensch solche Tricks machen? Nun, das ist eine großartige Idee für eine Wette. Ich wette, das können wir auch. Nun, ich glaube dir nicht. Okay, abgemacht. Dreht die Musik auf. Die Könige der Tanzfläche sind hier. Und obwohl Michaels Geheimnis seine besonderen Schuhe sind, haben wir unsere eigenen Methoden. Brüderliche Unterstützung ist teuer. Nun glaubst du uns jetzt? Gib mir dein Geld. Die Menschen sind so vertrauensvoll. Du bist bezaubernd. Wer hat die hohen Decken erfunden? Sag mir, wer kann Glühbirnen auf diese Weise einschrauben? Riesen? Schwesterchen, keine Panik. Wozu sind Brüder da? Siehst du, es ist kein großes Ding. Keine große Sache, aber hier ist das Thema unserer nächsten Wette. Siehst du diese Glühbirne? Ich wette, meine Schwester kann sie herausschrauben, ohne ihre Hand zu drehen. Aber sie ist so klein. Du bist dran. Was ist, wenn sie es so macht? Und die Glühbirne ist in ihrer Hand. Aber das ist nicht fair. Was meinst du damit? Sie hat sie rausgeschraubt. Und niemand sagte etwas von Hilfe. Oh, ihr Betrüger! Wie kann ich euch danach noch vertrauen? Hey Bruder, kannst du die Glühbirne wieder reinschrauben? Hey, ich glaube, du langweilst dich, was? Lasst uns ein Spiel spielen. Setzt euch einander gegenüber. Gieße etwas Wasser auf den Boden. Ein Nudelholz für dich, ein Taschentuch für mich. Ich wische den Boden auf und du musst mich aufhalten. Es ist ein seltsames Spiel, aber lass es uns versuchen. Machen wir uns bereit und... Hey! Der Gegner ist verwirrt und aus dem Spiel ausgestiegen. Aber wie? Ich habe nicht gesagt, dass ich die Böden mit einem Taschentuch wischen würde. Tut mir leid wegen deiner nassen Jeans. Oh, nimm einfach dein Geld und ruf mich nicht mehr an. Also, wie ist es gelaufen? Hey, es ist immer noch nass. Das spielt keine Rolle. Was zählt ist, dass wir mehr Geld haben. Die Verabredung ist großartig gelaufen. Vielleicht sollten wir es irgendwann tun. Ja, das würde mir gefallen. Goal! Oh, entschuldige die Störung. Du musst der Freund meiner Schwester sein. Magst du Fußball? Kennst du ein paar Tricks? Nicht wirklich, so einfach ist das nicht. Du irrst dich, es ist super leicht. Ich wette, ich kann mit einem Ball auf dem Kopf vom Boden aufstehen. Das wirst du nicht. Du bist kein Zauberer oder Fußballprofi. Eins, zwei, drei, boom! Das ist fantastisch. Behalte das Geld. Du bist ein echtes Genie. Gut, ich rufe dich an. Ich denke schon. Oh, ich mochte ihn nicht einmal so sehr. Gut, dass meine Schwester nie mit echten Sportlern ausgeht. Trotzdem ist es großartig, einen Bruder oder eine Schwester zu haben. Du kannst jederzeit Gesellschaft und Unterstützung erhalten. Was ist das? Das Cirque du Soleil? Es ist in Ordnung. Wir trainieren und vergleichen nur unsere Stärken. Glaubst du also, dass ich meinen Bruder auf meine Schultern nehmen kann? Natürlich nicht. Hast du dich selbst gesehen? Willst du wetten? Oh, ich bin sicher, ich werde gewinnen. Jetzt geht's los. Lass los, ich hab dich. Voila. Sind die Füße auf den Schultern? Das sind sie. Sind die Hände vom Boden? Absolut. Also gib mir dein Geld und zweifel nicht mehr an mir. Hey Bodybuilder, teile mit deinem Bruder. Ich frage mich, wie viele Versuche es brauchen würde, bis eine Streichholzschachtel auf die Kante fällt. Ich glaube, es wird ewig dauern. Eigentlich gibt es noch eine andere Idee mit einer Streichholzschachtel. Du musst sie vom Boden aufheben, ohne deine Hände zu benutzen. Etwa so. Der Abstand zwischen der Schachtel und deinem Knie muss der Länge deines Arms entsprechen. Nimm nun die Hände auf den Rücken und versuch mit dem Mund, die Schachtel zu erreichen. Versuch es. Das ist nicht einfach. Vielleicht können wir damit etwas anfangen. Ruf deine Freunde an. Wow, endlich hab ich's. Die Mädchen sind sicher, dass sie deinen Trick durchziehen werden. Erkläre die Regeln und sie können beginnen. Verfehlt. Entschuldige bitte, vielen Dank für das Geld.
Es hat wieder nicht funktioniert. Oh, so viel Geld haben wir noch nie so schnell verdient. Aber wie konntest du das tun? Das ist keine Aufgabe für Amateure. Und wer hat dir gesagt, dass ich ein Amateur bin? Gebt mir das Geld zurück, ihr Betrüger! Ihr haltet mich nicht zum Narren. Ein guter Ruf ist mehr wert. Bitte sehr. Hat dir unser Video gefallen? Welche dieser Wetten würdest du auf jeden Fall gewinnen? Lass es uns in den Kommentaren wissen. Weitere interessante Videos findest du auf dem Kanal von TrumTrum Select. Vergiss nicht, uns zu abonnieren. Like dieses Video, klicke auf die Glocke und teile den Link mit deinen Freunden.